einen wunderschönen, frischen Samstagnachmittag wünsche ich uns hier auf dem Alex. Ich begrüße die Demonstrierenden. Ich begrüße die Bürger in Uniform. Und ich werde zu Anfang, wie üblich, einmal die Rahmenbedingungen hier vortragen, unter denen diese Veranstaltung abgehalten werden kann. Und ich sage dazu gleich, wenn wir diese Rahmenbedingungen nicht einhalten, wird die Versammlung aufgelöst. Wenn wir diese Versammlung also durchführen wollen, tun wir gut daran, diese Rahmenbedingungen einzuhalten. Also, erste Regel: Auf dem Alexanderplatz und bei Versammlungen ab 20 Personen besteht aktuell die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Wer aus gesundheitlichen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen kann, wird dies den Polizeibeamten gegenüber glaubhaft machen. Mein Versuch, meine Mund-Nasen-Bedeckungsattestbescheinigung der Polizei gegenüber glaubhaft zu machen, hatte folgendes Ergebnis. Auch wenn das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg keine Pflicht zum Mitführen des Originals sehen konnte, außer in Brandenburg, wo es in der Verordnung drin steht. In Berlin steht das nicht in der Verordnung. Wurde mein fotografiertes Maskenattest nicht anerkannt. Der Beamte meinte, er könnte ja auch etwas haben, wo das Volk von China mit einer Unterschrift ihm bestätige, dass er der Kaiser von China sei. Dagegen konnte ich natürlich nichts sagen. Also gegen den Kaiser von China kommt man nicht so leicht an. Ich habe dann gefragt, ob ich... Nein, mir wurde dann noch mitgeteilt, dass ich jederzeit hier auch auf der Bühne, auch wenn um mich herum niemand ist, dennoch eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müsse. Die Alternativen waren... Ich könne nach Hause fahren und das Original holen. Das dauert ungefähr eine Stunde. Die weitere Alternative war, dass ich des Platzes verwiesen werde. Und wenn ich es wage, wieder zurückzukehren, würde ich in Polizeigewahrsam genommen werden. Das war so die Eingriffskette, die mir angekündigt wurde. Wie ihr seht, habe ich die Entscheidung getroffen, meinen Schlauchschal vor die Nase zu halten, auch wenn es mir gesundheitlich damit nicht gut geht. Aber wir werden heute auch nicht eine besonders lange Versammlung machen. Wir wollen nachher alle noch zur Siegessäule gehen können. Wer das will, dort findet eine Versammlung statt zur Solidarität mit den Bauern, die auch von Großkonzernen ausgebeutet und geknechtet werden und dagegen protestieren, die auch von der Politik im Stich gelassen werden und dagegen protestieren. An dieser Stelle auch einen schönen Gruß nach Chemnitz, wo zeitgleich auch eine Demonstration stattfindet. Wollen wir alle mal nach Chemnitz rufen? Yay, Chemnitz! Also, es gilt, den Mindestabstand einzuhalten, außer zu Menschen, mit denen man schon mal das Bett geteilt oder die Wohnung geteilt hat. So will ich das mal zusammenfassen. Also für Lebensgefährte und gemeinsames Wohnen. Und eine dritte Regel, eine Auflage, die wir uns hier erobert haben, gilt auch. Wir
dürfen keine Musik abspielen. Wir dürfen hier keine Musik abspielen. Wenn ihr heute Musik hört, dann kommt sie von der Demo da drüben. Dort ist das Abspielen von Musik erlaubt, hier nicht. Dort besteht keine Gesundheitsgefahr beim Abspielen von Musik. Hier ja. Nein. Ich muss nicht nach Logik fragen an dieser Stelle. Ich muss das nicht tun, ich kann mir das abgewöhnen. Nicht nach Logik fragen. Es sind Regeln, Auflagen, die müssen eingehalten werden, sonst gibt es Konsequenzen. Kein Abspielen von Musik, kein Vortragen musikalischer Darbietungen. Ich habe dann noch einmal ganz speziell nachgefragt, ob denn das Absingen der Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland auch untersagt wäre. Das hat ein bisschen gedauert. Also ich habe das mit der Versammlungsbehörde versucht zu klären. Der betreffende Herr hat gesagt, da müsste er sich erstmal schlau machen. Aber bis Freitag hat er das nicht geklärt bekommen, also konnte er das nicht in die Anmeldebestätigung reinschreiben, die wir auch erst gestern bekommen haben. Ich habe das dann mit den Polizeibeamten hier vor Ort nochmal besprochen. Auch dort war es erstmal nicht so klar. Nach einiger Zeit kam dann die Rückmeldung, unter Einhaltung der Hygieneregeln dürfen wir hier tatsächlich die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland singen. Ja, hallo. Ja, hallo liebe Querdenker und Sympathisanten, liebe Demonstranten. Willkommen zu unserer, ich weiß gar nicht, wievielte das ist, seit dem 31. Oktober sind wir jeden Samstag auf dem Alex. Wir haben, glaube ich, schon jede Polizeikohorte durch. Eigentlich müssten sie uns alle kennen. Eigentlich gab es auch noch nie Beanstandung an dem Attest von Herrn Lukas, unserem Versammlungsleiter. Aber jeder Polizeieinsatzleiter sieht das anders. Ja, eigentlich gibt es nicht mehr viel zu sagen, denn wir haben eigentlich seit dem 31. Oktober alles gesagt. Ich komme trotzdem nochmal auf mein Thema vom letzten Mal zurück, vom letzten Samstag. Und das Thema sind Analogien zum Dritten Reich. Und wir werden dafür, also alle, die Analogien zum Dritten Reich herstellen gerade, werden von der Presse, von den Medien und von den Politikern und natürlich vor allem von den Mitbürgern beschimpft, die diese Maßnahmen hier gut finden. Ich finde sie nicht gut. Das Verbot von Musik, das Verbot, Musik abzuspielen und das Tanzverbot kennen wir aus den finstersten Zeiten dieses Landes von 33 bis 45. Damals war es der Swing zum Beispiel, der verboten war, lokal, wenn auch nur. Aber das Tanzen zu angloamerikanischer Swingmusik hat damals so viel negative Konsequenzen nach sich gezogen, wie heute unser Abspielen von Musik hier. Es hat so negative Konsequenzen nach sich gezogen. Die sogenannten Swing-Jugendlichen wurden teilweise, ja, zur HJ zwangsverpflichtet oder kamen sogar in KZs, also nicht in KZ-Vernichtungslager, aber in Arbeits-KZs. Ja, ohne Musik ist das hier natürlich alles noch viel schwerer, als es eh schon ist, aber wir müssen jetzt damit leben. Wir sind ja schon dazu übergegangen, Liedtexte in Sprachform vorzutragen. Das macht natürlich nicht ganz so viel Spaß. Was soll ich euch erzählen? Ihr wisst ja eigentlich schon alles. Wenn es anders wäre, wärt ihr nicht hier. Weil die, die es eigentlich wissen müssten und die, die wir eigentlich aufklären wollen, die sind nicht hier. Nicht zuletzt, weil die Geschäfte zu sind. Diese ganze Gängelei, diese ganzen Einschüchterungsmaßnahmen, diese ganze Schikane, die bisher jede Demo von der Polizei ausgegangen ist, die einzige rühmliche Ausnahme waren die 14er. Diese ganze Schikane
kann uns und kann alle Leute, die aufgewacht sind und alle Leute, die noch ein bisschen für 5 Cent Grips im Hirn haben, nicht davon abhalten, weiter Widerstand zu leisten gegen diese absurden Maßnahmen der Regierung, die alles andere als die Gesundheit des Volkes im Blick haben. Sie haben genau das Gegenteil im Blick. Die Regierung will letztendlich die Alten loswerden, die sie vorgibt zu schützen. Die neue Agenda sagt, und der chinesische Regierungschef hat das in einer Regierungsrede öffentlich 2018 gesagt, wir wollen die Gesellschaft verjüngen und alle Regierungen wollen ihre Gesellschaft verjüngen. Und spätestens 8 Monate nach der Impfung werden wir die Ergebnisse hier alle sehen. Eine Übersterblichkeit, wie sie jeden Tag im Fernsehen propagiert wird, gibt es nicht. Im Jahr 2020 gibt es eine Untersterblichkeit gegen die Jahre zuvor. Aber die Übersterblichkeit wird kommen. Die Leute werden wie die Fliegen an der Impfung sterben. Und das wird noch 8, 9 Monate dauern. Es sind schon viele Leute an der Impfung gestorben, aber das wird natürlich von den Medien unter den Teppich gekehrt. Ja, was soll ich sagen? Die Leute glauben, es wäre sozusagen ein Verbrechen, eine Analogie zum Dritten Reich herzustellen. Uns wird es ja doch gut gehen eigentlich. Aber wer hat denn zuerst vom Krieg geredet? Dies ist ein Krieg, sagen die Vertreter der Regierung. Krieg gegen das Virus. Nein, das ist ein Krieg der Regierung gegen ihr eigenes Volk. Dies ist ein Krieg aller Regierungen dieser Welt gegen ihre Völker. Und die digitale Technik macht's möglich. Sie brauchen heute keine KZs mehr. Sie brauchen keine KZs mehr, denn die KZs hat jeder von euch in der Hosentasche. Unser aller KZ ist dieses kleine Ding da. Da steht Samsung oder Huawei drauf. Oder so ein angebissener Apfel. Die Leute haben sich freiwillig, mehr oder weniger freiwillig, vor ihr Handy zu Hause einknasten lassen. Und zwar weltweit. Ich würde mal sagen, diese Situation ist beispiellos. Beispiellos. Wenn ihr wirkliche Freiheit wollt, dann müsst ihr euch von der digitalen Scheiße befreien, die ihr seit 20, 30 Jahren übergeholfen bekommen habt, die das Leben ja so bequem macht. So bequem. Wann kommt denn eigentlich die App, die den Arsch abwischt? Haben sie noch nicht erfunden. Die Wahrheit und die Freiheit findet sich nicht im Internet und die findet sich nicht beim Wischen und beim Tindern. Nein. Und auch echtes Leben findet sich da nicht. Mit, keine Ahnung, mit Gameboy und MySpace fing's an, dann Facebook, heute Instagram, was weiß ich. Diese ganze Scheiße, die soziale Medien genannt werden, diese sozialen Medien haben die Menschen entsozialisiert und entmenschlicht. Und deshalb ist es jetzt für diese Regierenden einfach, den Leuten so einen Schwachsinn zu verordnen und die Leute zu Hause vor ihr iPhone, ihr iPad und ihr Smartphone einzuknasten. Viel mehr fällt mir heute nicht ein. Es gibt nur wenige, die irgendwie noch einen Durchblick und einen gesunden Menschenverstand haben. Aber es werden mehr. Es werden täglich mehr. Es werden wöchentlich mehr. Wir sind nicht alleine. Langsam fangen die Menschen an aufzuwachen. Und die ganzen Leute, diese ganzen Penner, diese Prenzlberger Bildungsbürger oder diese ganzen Leute, die die letzten 20, 30 Jahre gut mit diesem System gefahren sind und die ihr Wochenendhäuschen im Grünen haben oder an der Ostsee und bequem zu Hause Homeoffice machen können und Homeschooling und sagen, ist doch alles nicht so schlimm, ist doch alles okay, was die Regierung hier macht. Die Regierung will uns doch nur schützen. Bullshit. Spätestens wenn sie ihren Job verloren haben und auch im Heer der Harzer sind, der Hartz-IVer, werden sie merken, dass sie da bei der Regierung doch nicht auf der Tagesordnung stehen. Wer heute nicht gerade Millionär ist, der wird hinten runterfallen in der neuen, von den Regierungen geplanten Weltordnungen. Der wird ins Heer der Hartz-IVer einziehen. Der wird eine Grundsicherung bekommen, von der man nicht leben und nicht sterben kann und ansonsten irgendwelche Jobs machen müssen, sofern es überhaupt welche gibt, die er garantiert nicht machen will. Da bilden auch die keine Ausnahmen, die jetzt über die Querdenker herfallen und sie in den sogenannten sozialen Medien beschimpfen von morgens bis abends.
Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich wünsche euch eine schöne Demo und wir machen weiter. Danke. Ja! Ja, wir machen weiter. Auf jeden Fall. Egal, was sie uns für bunte Steinchen in den Weg kullern. Wir machen weiter. Wir machen heute weiter. Wir machen morgen weiter. Wir machen so lange weiter, bis diese Absurditäten endlich wieder aufhören können. So lange machen wir weiter. Und ich bin ganz sicher, die Mächtigen haben nicht mit uns gerechnet. Sie haben mit anderen, mit kleinen mini-politischen Gruppen gerechnet, aber sie haben nicht mit den Menschen gerechnet, die vorher nicht politisch aktiv waren, so wie ich. Wer von euch hat vorher schon politisch heftige Aktivitäten entfaltet? Okay. Und wer ist neu in diesem politischen Spiel? Genau. Und mit uns haben sie nicht gerechnet. Mit uns kriegen sie die Schwierigkeiten, weil wir uns nicht wegducken. Wir sind gestandene Bürger dieses Landes und wir lassen uns unsere Demokratie nicht aus der Hand nehmen. Ilona, komm zu mir. Das ist dein Mikrofon. Ja, hallo, ihr Menschen und Menschinnen. Ich hatte was vorbereitet, merke aber, dass ich glaube, dass die Menschen, die heute hier stehen, das alles schon wissen. Und zwar geht es um die Impfungen. Jeder kann das Geschehen beobachten, der sich in den alternativen Medien bewegt. Was ich ganz krass finde, sind diese Impfungen der alten Menschen. Und ich habe dort, wo ich wohne, wenn ich die Straße lang gehe und da alte Menschen mit Maske sehe, mache ich es oft so, dass ich sie freundlich anspreche und frage, ob ich ihnen was sagen darf, weil dort muss man auf der Straße keine Maske tragen. Dann spreche ich diese Menschen an, so wie zum Beispiel gestern ein ganz altes Ehepaar aus dem Altenheim. Und wir kommen ins Gespräch und ich sage Ihnen, dass die FFP2-Masken Arbeitsschutzmasken sind, kein Schutz vor Viren. Im Gegenteil, dass sie das Atmen erschweren und richtig gefährlich sind. Und dann schauen mich diese alten Menschen an und sagen mir, das wissen wir. Und da muss ich euch sagen, an der Stelle war ich sprachlos. Und mir ist das jetzt schon ganz oft passiert, dass ich also Menschen ansprach, auch Eltern mit Kindern, deren Kinder Masken trugen, die Eltern nicht. Und dass ich ganz oft schon gehört habe, ja, das wissen wir, das ist uns bekannt. Das wird mich nicht dran hindern, weiterhin Menschen darauf aufmerksam zu machen, wenn sie es wünschen. Nur fällt mir im Augenblick nicht mehr viel ein, was ich jetzt hier auch heute noch sagen könnte, sondern meine Haltung ist eher, dass ich im Augenblick beobachte, was geschieht und dass ich mir einfach wünschte, dass noch mehr Menschen hierher kommen, dass mehr Menschen zeigen, so wie das hier läuft, kann es nicht weitergehen. Aber ungeachtet dessen spüre ich eine Zuversicht, die ich euch nicht erklären kann. Ja, das war's für heute. Danke. Dankeschön, Ilona. Ja, ich wünsche mir auch mehr Menschen hier auf dem Alexanderplatz. Aber ich kann auch gut verstehen, wenn der eine oder der andere sich das einfach nicht traut. Weil das, was hier abgeht, was die Polizei hier abgeht, das ist kaum auszuhalten. Es ist so ein Druck, der hier aufgebaut wird, mit Pseudo-Argumenten. Es ist völlig klar, dass im Außenbereich keine Infektionsgefahr besteht und trotzdem werden wir hier gegängelt, als würden wir hier dramatische Todesgefahren aussenden. Und wir müssen hier den Mindestabstand einhalten.
während die Polizeibeamten dicht an dicht stehen. Was ist das für ein Vorbild der Polizeibeamten uns gegenüber, dass sie uns nötigen, auseinanderzuspringen und sie selber stehen Schulter an Schulter nebeneinander? Ist das das Vorbild, an dem wir uns orientieren sollen? Ist es das wirklich? Ich glaube nicht. Olli, schönen Gruß an deine Mutter. Ja, genau. Heute ist der 6. Februar und heute ist der Geburtstag von meiner Mutter. Die wird heute 81 Jahre alt. Und letztes Jahr, zu ihrem 80. Geburtstag, da war es ihr großer Wunsch. Sie geht also seit über 50 Jahren zweimal die Woche schwimmen. Und letztes Jahr, da ist sie an ihrem 80. Geburtstag 2000 Meter geschwommen. Und das war eine grandiose Leistung und das konnte sie nur, weil sie wirklich regelmäßig diesen Sport sich bewegt hat. Jetzt sieht es so aus nach diesem Lockdown, sie kann nicht mehr schwimmen gehen, sie kann ihre Freundinnen nicht mehr treffen, mit denen sie vorher immer in der Turnhalle Gymnastik gemacht hat. Sie macht überhaupt gar keine Bewegung mehr. Und was man jetzt sehen kann nach diesem einen Jahr, dass sie also wirklich tatsächlich sowas von abgebaut hat, sie hat mit anderen Worten resigniert, so sagt sie es. Und das finde ich furchtbar, dass alte Menschen, die sich eigentlich die ganze Zeit lang so fit gehalten haben und etwas für ihr Immunsystem gemacht haben, dieses jetzt nicht mehr tun dürfen. Ja, das ist in meinen Augen, Frau Merkel, überlegen Sie mal, was Sie da gerade machen, ja? Also, Sie machen nur Dinge, die für das Immunsystem schlecht ist. Diese Maske aufzusetzen, also eine Atmung zu behindern, ist einfach schlecht für das Immunsystem. Das ist ein Fakt, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Und meine Mutter, es tut mir wirklich so leid um sie, wie wenn ich sehe, was da jetzt gerade passiert. Sie hat tatsächlich resigniert. Und das ist bei vielen, vielen alten Menschen so, so wie auch gerade meine Vorredner das gesagt hat, dass die alten Menschen einfach nicht mehr wissen, was sie machen. Die akzeptieren es einfach. Sie wissen es, dass diese Maske schädlich ist, aber sie machen es trotzdem, weil sie einfach nicht auffallen wollen, weil sie einfach in der Gesellschaft nicht, dass das mit dem Finger auf sie gezeigt wird und so weiter. Und das finde ich ganz traurig. Also Mama, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Happy Birthday to you. Heidemarie heißt sie. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Heidemarie. Happy Birthday to you. Das war jetzt, muss ich jetzt machen. Wir dürfen nur die Nationalhymne singen. Nee, ich muss einmal schreien. Schreit ruhig mit. Aufpassen, dass ich die Maske dabei nicht einatme. So, jetzt haben wir eine Ärztin, die uns etwas über diese mysteriöse Impfung erzählen will. Ja. Ah, Leute, was für Zeiten, was für Zeiten, was für Zeiten. Also wir werden ganz sicher das als das denkwürdigste Jahr unseres Lebens im Rückblick behalten. Und ich hoffe, es ist nur ein Jahr und dann hört der Spuk auf. Und dann können wir uns an die Arbeit machen, diesen ganzen Augias-Stall auszumisten. Denn das wird bitter nötig sein, dass wir danach anfangen, richtig klar Schiff zu machen hier in diesem Land, in dieser Welt. Dass wir dafür sorgen, dass das an Politik wieder passieren kann, was den Menschen nützt und nicht den Konzernen. Liebe Ärztin, dein Mikro. Hallo, ihr Lieben, die ihr immer wieder treu herkommt. Heute mal wieder eine kleine Information von mir. Es ist ja nichts Neues. Ich denke, die sich hier versammeln, werden ja wahrscheinlich davon informiert sein. Aber vielleicht fällt sich ja doch der ein oder andere noch hierher. Oder unsere Bürger in Uniform. Vielleicht kann ich Ihnen auch noch ein paar kleine Hinweise geben. Ich weiß es nicht. Ich versuch's zumindestens. Ich möchte gleich von vornherein sagen, ich bin hier überhaupt nicht politisch motiviert, weder links noch rechts noch sonst was. Und ich erwarte, dass sowas auch respektiert wird und dass wir nicht immer so in verschiedene Richtungen gestoßen werden. Das finde ich unerträglich.
Ich bin per se auch keine Impfgegnerin. Aber ich habe etwas zu sagen zu dieser neuartigen Impfung, die nicht...